Mein Name ist Jacqueline Kennedy und ich will euch ein bisschen erzählen, von wie wir hier zu Humustoiletten gekommen sind. Ja, es sieht ganz aus wie eine ganz normale Toilette, nur hat es keinen Tank, weil es eine sogenannte Humustoilette ist oder Trockentoilette. Ja, zweimal hat meine Frau Margit es richtig weghaben wollen, weil es ihr so auf die Nerven ging. Das war der Grund, warum ich es umwandeln musste. Es ist ein großer Tank und deshalb heißt es Latein Clivus Multum. Ja, okay. Wir haben einen Unterschied. Am Anfang war es eine Komposttoilette. Und in der Komposttoilette hatten wir immer die Schwierigkeit von im Frühjahr eine Plage von Getreidemotten und im Herbst eine Plage von Fruchtfliegen. Man hat hier eine Mischung von Holzkohlenstaub, Gesteinsmehl, aber hauptsächlich Sägemehl. Und die streut man in die Toilette ungefähr so viel einmal am Tag. So bin ich im Plattenherr geworden, weil der Holzkohlenstaub hygienisiert. Es macht alles Hygiene. Und zwar benutzt man oft in Krankenhäusern, wenn man so große Wunden hat und so weiter. Jetzt, an hier kommt der nächste Punkt, warum es nicht Fliegenplage gibt. Wir fermentieren da drin und wir verrotten nicht. Es macht Terrapletter, die schwarze Erde. Jetzt sieht es ganz schön schwarz aus. Und ich sage immer, ich gebe jemand 50 Euro, wenn die etwas anders als Walderde riechen können. Fermentierung ist nur 40 cm hoch. Ein Komposthaufen ist viel größer und wird richtig heiß drin. Und das ist so, wie man den Hygiene und den Pathogen rauskriegt. Aber man kriegt in den Kompost nicht die Sachen wie Cortison und Antibiotika raus. Weil man hat durch die Hitze gerade die Mikroorganismen kaputt gemacht, die diese Sache auffressen. Der Clivus Multum braucht nicht so viel Feuchtigkeit, als 2-3 Leute hier am Tag pinkeln. Und deshalb haben wir einen Pinkeleimer. Und ich bringe es jetzt in den Garten hinein, in der Nähe vom Baum. Und die Frauen dürfen in den großen Tank pinkeln, weil wir brauchen den Urin. Und das ist nur ein Beispiel hier. Und ein Beispiel, der aber jetzt 40 Jahre alt ist. So, die Entwicklung geht weiter. Wir haben was gegessen. Wir haben es verdaut. Die Mikroorganismen in unserem Darm sind ähnlich wie in dem Kompost oder in dem Terrapletter. Und die scheißen wir aus, die fermentieren wir dann über ein paar Monate, sodass die wieder verwendet werden kann. Die sind in Erde geworden, sehr reiche Erde, sehr reich. Und die nehmen wir raus und tun es meistens auf den Beet drauf und dann ein bisschen Mulch drauf. Und wir probieren die gesamte Sache so natürlich wie möglich und im Grunde genommen die Natur nachzuahmen. Jeder kann in seinen Garten einen Beitrag zur Biodiversität. Und das ist, wir müssen nur wegkommen von dem Rasen- und Rosensyndrom. Da ist dann, könnte man sagen, homöopathische Pinkel. Und wir müssen nur lernen, dass Bakterien und Mikroorganismen, dass die günstig sind für uns. Die sind da. So, ich sage, Gott hat uns gar nichts gegeben, der nicht für uns günstig ist.
wenn es gut ist.